Guten Tag, liebe Sandler. Heute einfach mal drauf los Tour. Hinter mir seht ihr die Wiese. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen hier lang, einfach mal gucken, was man hier findet. Aber erstmal trinke ich einen schönen heißen Tee und bin mal gespannt, was wir finden. Dann sage ich erstmal Prost. So, erstes gutes Signal, erster Fund, ein sehr kleinen Knopf. Da steht, glaube ich, noch ein bisschen was drauf. Ganz schwach, musste ich mal reinigen. Und dann schauen wir uns das mal näher an. Fundtiefe etwa 14 cm. So, nächster Fund, ein Ring aus Kupfer oder Bronze. Möglicherweise ein Fingerring, glaube ich jetzt aber weniger. Und den Fund, der war verborgen in einer Tiefe von etwa 20 cm. So, ich habe die Stelle mal gewechselt. Auf einer anderen Wiese und ja, erstes Signal, erstes gutes Signal und zack, schon eine Münze. Was Regionales, denke ich mal, muss ich mal sauber machen. Ja, gefällt mir. Bin jetzt im 18 kHz Modus, weil hier Hochspannungsleitungen sind und das stört ja immer ein bisschen. Ja, ein guter Anfang. Dann bis zum nächsten Fund. So, nächster Fund wieder an der Oberfläche. Irgend so eine Art Knopf, aber ein bisschen verziert. Habe ich noch nicht so gefunden, sehr klein. Ja, mache ich mal sauber und dann sehen wir uns das mal an. So, nächster Fund, einen schönen Knopf. Da steht noch irgendwas drauf, ein Zeichen, Wappen oder so. Und das ist alles aus spektakulären 12 cm. So Leute, und direkt an der Oberfläche ein Bleisiegel. Wunderbar, es sieht dann noch gut erhalten aus. Das nehme ich auch mal mit. Ja Leute, war ein schöner Suchtag heute und einen Fund, den habe ich noch gemacht. Den packen wir jetzt mal zusammen aus. Eine schöne, dicke, alte Schnalle. Cool. Nicht verziert, wie es aussieht. Dauern es leider auch ab, aber schöner Fund. Wunderbar. Wer den Sondler sieht, der flieht. Ja, hallo Leute, ich bin wieder unterwegs und zwar fantastisch hier. Fantastisches Wetter, Sonne scheint. Hinter mir habe ich einen alten Weg entdeckt. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Intro kann man sehen. Und ich bin super gespannt, was ich hier finde. Ich habe echt ein gutes Gefühl heute. Große Spule ausgepackt und es geht sofort los. Dann bis gleich mit den ersten Funden. So Leute, hier das erste Signal ganz nah an der Oberfläche. Ja, da ist doch was. Was haben wir denn hier? Eine Taschenuhr, wie es aussieht. Eine Armbanduhr. Hey, cool. Moment. Das ist ja mal ein lustiger Fund, hä? Ja, Batterie wechseln und da läuft die wieder, ne? Kein Problem. Wie spät haben wir es denn? Oh, steht mir gut. Super. So, nächster Fund. Nordmark. Ein Drehverschluss. Wahrscheinlich von der Wasserflasche. So Leute, einige von diesen Spaltdosen, aber hier die Familienpackung ausgegraben. Keine Ahnung warum. Ob die alle hier so viel Kopfweh hatten, keine Ahnung. Die ist gut erhalten, die nehme ich mit. Die mache ich sauber und das kann man immer noch als Fundbox. Nicht schlecht. Gut, wir gehen mal weiter und dann bis gleich. So, bis jetzt leider nicht so erfolgreich, wie ich erhofft hatte. Sah eigentlich ganz gut aus, der Weg. Aber bis auf diese Schrottecke, wo so viel Krempel lag, sehr wenig Müll in dem Wald. Kaum Patronen. Jetzt gehen wir noch ein Stück runter. Vielleicht ist da noch ein bisschen was Interessanteres. Ich mache mal ein Päuschen und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, super. Voll zugeschlagen. Wir waren jetzt 2 Stunden im Wald und nicht wirklich was gefunden. Ich gehe 2 Schritte auf die Wiese und zweites Signal, eine römische Münze. Ich kann es nicht glauben, Freunde. Guckt euch das an. Wahnsinn. Tiefe, ja, so 12 cm. Ich habe schon was Grünes gesehen und gedacht, oh, das ist doch was Altes. Und tatsächlich, ich kann es nicht glauben. Super. Wird direkt eingemessen, der Fund. Und dann gehe ich noch ein paar Meter auf der Wiese, mal gucken, ob wir noch ein paar schöne Sachen finden. Dann bis gleich. So Leute, hier ein
schönes Signal gehabt mit 81er Leitwert. Irgendeine Verzierung. Ich habe es auch noch nicht richtig sauber gemacht. Ich nehme es mal raus. Das sieht aus wie ja, von Natur oder so, der Beschlag, wo der Schlüssel durchkam. Das ist ja ein hübscher Fund. Okay, ich dachte irgendwie so ein Orden oder so, aber trotzdem interessanter Fund. Okay, super. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Auto, vielleicht kommt ja noch was. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Fund. Mal wieder seit langer Zeit ein Teil einer Glocke, so dass mein Spitzname der Glöckner endlich mal wieder zu tragen kommt. Schöner Fund. Ich würde die gerne mal komplett finden. Schade, dass die mal kaputt sind. Mal gucken, vielleicht finde ich hier noch ein Teilstück davon. Gut, bis zum nächsten Fund. Was man alles so im Wald doch finden kann. So, hier noch ein Bleigeschoss. Ich habe eine ganz einfache, kurze Frage an euch. Bevorzugt ihr Metalldetektoren ohne Anzeige oder mit Anzeige? Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Und dann bis zum nächsten Mal.